Schrot! Am Arsch! Ja, es ist ganz einfach, eine fitte Frau zu sein. Ja, Sie können ganz, ganz gesund frühstücken. Sie müssen halt einfach nur ein bisschen früher aufstehen. Am Arsch! Und dann... haben Sie genug Zeit, sich ein gesundes Frühstück zuzubereiten. Sie nehmen einfach 3 Esslöffel Joghurt, 1 Esslöffel etwas geschrotetes Schrot und dann kommt meine Lieblingsstelle. Dann können Sie Obst Ihrer Wahl reinschnippeln. Obst Ihrer Wahl. Ich hab so viel Obst zu Hause. Geht auch Wurst meiner Wahl? Wurst. Einfach rein? Nein. Ey, ich kann das, ich verstehe das. Das ist sehr gesund. Ich kann das essen, kein Problem. Ich kann das einatmen, dann ist das weg. Aber dann bin ich sehr, sehr schlecht gelaunt. Ich brauche morgens schon Fleisch. Viel Fleisch. Rohes Fleisch. Und ich brauche morgens schon Mett. Mettbrötchen. Oh, ich liebe Mett. Aber es muss gut gemacht sein. Ich liebe Mettbrötchen. Das muss gut gemacht sein. 2 Finger dick Butter. 2 Finger dick Mett. Ja, ja, ja. Und eine ganze Zwiebel drauf. Hey. Boah, wenn ich könnte den ganzen Tag mich liebe mitbringen. Aber ich weiß, wenn man Mettbrötchen isst, dann hat man so, danach so einen Odeur. Und ich hatte mal einen Freund, der hat immer gesagt, ja, ich kann dich jetzt nicht küssen, du hast ein Mettbrötchen gegessen und so. Und ich so, ja, stell dich mal nicht so an, ey. Nur weil du Veganer bist. Zwiebel ist auch Gemüse. Ja, was denn, ey, ein Typ, der Veganer ist, dem ist doch der Pimmel abgefallen, Mann. Da ist doch nichts mehr los. Ja, ich bin Veganer. Oh, ich bin so erregt. Du bist kein Veganer, Mann. Dir ist langweilig. Geh mal raus, was spielen. Mach mal was kaputt oder so. Was für Leute alle Veganer sind. Unfassbar. Hab ich in der Brigitte noch nie was über Mett gelesen. Noch nie. Auch nicht im Beauty-Teil. Stell dir mal vor, so eine Gesichtsmaske aus Mett. Do-it-yourself-Gesichtsmaske aus Matt. Halbe Stunde einwirken lassen, mit so 2 Zwiebelscheiben auf den Augen.